Ein Tal zum Klingen bringen. So heißt das dreitägige Musikfestival, das seit Freitag, den 31. August in Bad Wiessee stattfindet. Dabei stellt das Konzert Traumpfade der Musik am Samstagabend den Höhepunkt dar. Mit einem multimedialen Feuerwerk begeistert das Aufgebot um Komponist Eberhard Schöner die Zuhörer. Friedrich von Thun begleitete das Kunstwerk dabei als Erzähler. Die heidnischen Priester brachten Tieropfer dar vor den heiligen Eichenbäumen, aus denen ihrem Glauben nach der erste Mensch entstanden ist. Für die Musiker stellt das Konzert eine Herausforderung dar, denn die Generalprobe musste witterungsbedingt ausfallen. Multiinstrumentalist Christoph Well war vor der Veranstaltung auch schon gespannt auf den Ausgang. Ja, das lassen wir uns überraschen. Das sehen wir dann schon. Ob man das Ding, es ist ja nicht einmal ein Ablauf gegangen, weil das Wetter eben, weil es so geringt hat. Jetzt haben wir gar keinen Durchlauf gemacht. Also ich selber weiß nur das Stück, wo ich spiele. Das kenne ich, aber die anderen Sachen kenne ich gar nicht. Also ich lasse mich da auch überraschen, aber ich bin offen für alles. Eberhard Schöners Komposition, die Passacaglia, ließ musikalisch keinen Wunsch offen. Es war ein Ausflug durch verschiedene Stimmungen und Musikrichtungen. Optisch beeindruckte das Konzert nicht nur durch das Spiel mit dem Licht, sondern auch durch feurige Einlagen. Besonders zeichnete sich das Konzert durch ein namhaftes Aufgebot an Solisten aus. Als da wären Barbara Dennerlein, eine der weltbesten Jazzorganisten, Christoph Seibold, ein junger Violinvirtuose, und Jack Bruce, ehemaliger Bassist der Rockband Cream, eine wahre Legende. Und dabei seien nur drei genannt. Sehr schön untermalt wurde dies von der Capella Istropolitana aus Bratislava und der Capella Vocale aus München. Insgesamt ein gelungenes Highlight des Festivals, auch wenn es mit über 2 Stunden Länge den Besuchern einiges abverlangte. Auch der Schöpfer des Werkes, Eberhard Schöner, zeigt sich nach dem Konzert zufrieden. Herr Schöner, das war ja wahrlich sowohl musikalisch als auch optisch ein Traumpfad der Musik. Für alle, die es verpasst haben, warum war es eben genau das? Ja, es war einfach, wie Sie so genau gesagt haben, es war ein Traumpfad, auch ein Traumbalance, muss ich Ihnen sagen, bei der Kälte, bei dem Wetter. Und die Leistung liegt wirklich bei dem Orchester, bei den Solisten. Es ist unglaublich, was die gemacht haben. Das war, und das Publikum, das es auch durchgehalten hat. Ich bin sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Sie haben ja da auch wirklich eine Reihe großer Künstler hier heute auf der Bühne gehabt. Warum fiel Ihre Wahl ausgerechnet auf die? Naja, es hängt auch mit Freundschaften zusammen. Jack Bruce ist ein Freund, ist eine Legende, ist einer der größten Rockmusiker der Welt. Je, vergleichbar mit Mick Jagger und einer der letzten ganz großen. Und ich kenne ihn ganz gut. Die Frau Dennerlein, wir kennen uns einfach, weil man sich so ein bisschen kennt. Und das Gleiche gilt für die anderen. Das geht nur über Freundschaften, sonst ist auch sowas gar nicht zu finanzieren.
Trotz kühler Temperaturen und keiner Generalprobe war es für Mitwirkende als auch für Gäste ein traumhaftes Erlebnis. Die meisten Gäste führte der Traumfahrt nach der Veranstaltung allerdings in die Haier.